müssen ein bisschen aufpassen, also Hörnchen heißt, nee, das war nicht wegen, weil kein Einhorn drin ist, sondern die Firma Red Bull besitzt eine Brauerei in Österreich und die haben ein ganz, ganz kleines Einhorn im Logo und die haben sich das schützen lassen und da kam irgendwann so ein großer A4-Brief und da ich wusste, dass dort Red Bull die Mutterfirma ist, habe ich gleich zum Telefon gegriffen und gesagt, ich bin eine ganz, ganz kleine Brauerei aus dem Erzgebirge und ich wusste es nicht und mir tut es ganz leid. Und da bin ich nur mit den seinen Anwaltskosten davongekommen und habe gesagt, ich nenne es ab morgen Hörnchen, ich lasse neue Etiketten drucken und alles. Und damit hat er gesagt, okay, da können wir damit leben. Und eine Woche drauf hatten wir dann, ich glaube, war es Lidl oder Hofer in Österreich, war auf einmal in jedem Hofer-Magazin abgedruckt, Zwönitzer Einhornbier. Und zack, hat mein Telefon wieder geklingelt und wollten die sonst was Verforderungen. Und da habe ich gesagt, nein, gehen Sie bitte in so einen Hofer und kaufen Sie sich so ein Einhornbier, da steht überall Hörnchen drauf, die haben nur das falsche Bild abgedruckt, weil die Zeitung eher gedruckt war.